Im Jahre 3058 schlossen sich die einander bekriegenden Parteien der inneren Sphäre zusammen, um den Clan Nebelparder vollständig zu vernichten. Innerhalb von 2 Jahren waren die Nebelparder Vertriebene. 3060 wird die Heimatwelt der Nebelparder, Diana, offiziell als neutralisiert erklärt und die Sternenbund-Verteidigungsstreitkräfte zogen auf der Stelle gegen die Zentralwelt des Clans Strana Mechti zu Felde. Galaxis-Commander Brandon Corbett, der ranghöchste Nebelparder-Offizier, befindet sich noch auf freiem Fuß. Corbett ist auf Tankil gefunden worden. Er befestigt seine Stellung und hat die verbliebenen Pader-Truppen aufgefordert, sich ihm anzuschließen. Der Geheimdienst hat eine Kommandooperation mit dem Codenamen Damokles geplant, um im Rahmen eines Schnellangriffs Ressourcenzentren zu neutralisieren und dann zu entkommen, bevor Corbett einen Gegenangriff starten kann. Unsere Sonden haben auf dieser Halbinsel ein Netzwerk von Unterstützungseinrichtungen entdeckt, welche die Primärziele der Damokles-Aktion sind. Wir gehen von mäßigem Widerstand durch Krieger der Garnisonsklasse aus. Die Landung findet mittels Landungskapseln aus niedrigem Orbit statt. Die Landungsschiffe Black Hammer und Eclipse werden 6 Kommandoteams aus einzelnen Lanzen mit Unterstützungsfahrzeugen für Reparaturen und Umbauten im Feld über das Gebiet verteilen. Damokles 1 wird die Aufklärung in diesem Operationsgebiet übernehmen, Gelegenheitsziele zerstören und dann eine dortige MEC-Produktionseinrichtung angreifen. Damokles 2 und 3 werden im zweiten Operationsgebiet landen, um dort ein Wasserkraftwerk und eine unterirdische Produktionseinrichtung anzugreifen. Damokles 4 bis 6 werden in diesem Gebiet Such- und Vernichtungseinsätze gegen Trainingseinrichtungen, militärische Außenposten und dieses Stadtgebiet durchführen. Alle Einheiten werden sich hier sammeln, im Raumhafen. Der Abtransport per Landungsschiff erfolgt nach Abschluss aller Operationen. Energiekurve optimal. Landungschecks abgeschlossen. Alle Systeme nominell. Landekoordinaten bestätigt. Landungssequenz eingeleitet. Damokles 1 und Unterstützungsfahrzeuge im Einsatz. Test der Aufklärungssonde. Videobild, optimale Schärfe. Energieaufbau auf Planetenoberfläche. Daten deuten auf... Was zum Teufel war das? Kann keine Werte erhalten. Können Sie Einsatz der MEC-Kapseln bestätigen? Mädel, stößen ab! Kommunikation wiederhergestellt. Womit haben wir es zu tun? Kann mal jemand die Sonden neu ausrichten? Sir, ich habe Damokles 1-2 links. Verdammt! Sir, Damokles 4 bricht auseinander! Verdammt! Damokles 1, bereithalten! Damokles 1, hier spricht Captain Taylor von der Eclipse. Wir haben den Kontakt zum Landungsschiff Black Hammer und seinen Kommandos verloren. Eclipse gibt Einsatz auf. Sondendaten deuten darauf hin, dass sie am Ziel landen. Wir überprüfen ihre Situation und die aktuelle Lage so schnell wie möglich. Eclipse out.